Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Joe Williams. Ich begrüße Sie herzlich zu Ketchup, amerikanisches Ketchen von der National Wrestling Alliance. Mit mir im Studio, wie immer, Horst Brack, der Bestrafer. Heute Abend im Hauptkampf sehen Sie Sting gegen Wild Bill Irwin. Das dürfte ein sehr heißer Kampf sein. Und auch sehen wir heute Tommy Seaman, Tommy Senk und Flying Brian im Team zusammen. Ja, und ich glaube, es wird sich in jedem Fall lohnen, für Sie da dabei zu bleiben. Weil Flying Brian ist mir noch ein unbeschriebenes Blatt und ich denke, dass man von ihm einiges erwarten kann. Das auf jeden Fall, Horst. Aber im ersten Kampf haben wir jetzt gerade Mark Benedict und Chris Proctor gegen die Skyscrapers. Und die Skyscrapers sind wie zwei außer Kontrolle geratene Kanaldeckel, die den Berg runterrollen. Und wehe, wenn unten im Tal ein Porzellangeschäft ist. Und das wird es sein. Dann schalten wir zum Kampf. Jetzt sehen wir Mark Benedict im schwarzen Anzug und seinen Partner hinter ihm mit den längeren Haaren, Chris Proctor. Haben wir die Kollegen schon mal gehabt, Williams? Ich glaube mal Mark Benedict. Ja, ich kann mich allerdings nicht an ihn erinnern. Aber den hatten wir. Diesen Mann hatten wir. Teddy Long, Manager von diesen beiden Männern. Oh, da geht mir das Herz auf. Die Skyscrapers, Danny Spivey und Sid Vicious, beide 2 Meter hoch. Danny Spivey mit 138 Kilo und Sid Vicious mit 147 Kilo. Da sehen wir guten Schuss auf Sid Vicious. Diese Männer sind wirklich böse, Williams. Die sind böse. Wenn Sie jemals das Wort böse begriffen haben, dann in diesem Moment, wo Sie diesem Mann ins Gesicht schauen. Und jetzt sehen wir ihn direkt, oh Gott, ins Gesicht. Und jetzt, ich glaube, er hat sogar die Kamera bespuckt. Ja, das hat er gemacht. Naja. Und jetzt beschimpfen Sie jetzt die Road Warriors. Die Skyscrapers wollen unbedingt die Road Warriors und die werden auch ihre Chancen bekommen bei Halloween Havoc. Ja. Wird bestimmt ein super Kampf sein, aber ich sage Ihnen was, Horst, ich würde jetzt nicht sehr gerne in der Haut von Chris Proctor oder Mark Benedict stecken. Also hier werden Sie eine sehr schwere Aufgabe zu bewältigen haben, wenn Sie das überhaupt schaffen. Naja, wer weiß, vielleicht ist Ihnen ja in der Nacht vor eine Fee erschienen und hat Ihnen 3 Wünsche freigestellt. Und der eine Wunsch war vielleicht, hey, Moment. Diesen Kampf zu gewinnen. Was passiert hier? Also die beiden Skyscrapers, Danny Spivey und Sid Vicious, jetzt kämpfen miteinander darum, wer jetzt anfangen wird. Teddy Long, Theodore Long wird entscheiden. Danny Spivey fängt, oder beziehungsweise Sid Vicious, glaube ich, fängt an. Ja, normalerweise, es kann schon passieren, dass sich ein Team in die Haare bekommt, dass da Streitigkeiten auftreten. Und nicht wenig in der Vergangenheit haben sich Teams getrennt, weil es große Probleme gab zwischen den Leuten. Das ist richtig. Und viele Manager und viele Experten sagen, dass diese beiden Männer, Danny Spivey und Sid Vicious, besser Einzelkämpfer wären, weil sie viel miteinander kämpfen. Ja, da bin ich aber ganz anderer Meinung. Es gibt für diese beiden kaum ein besseres Pendant als der jeweils andere. Oh Gott, das Willen, um Gottes Willen. Ist nicht zu glauben. Chris Proctor sieht die Welt jetzt ganz anders. Jetzt kommt, der harte Stiefel jetzt hier von Danny Spivey und das ist genau wie ein Stahlpfosten, das gibt nicht nach. Also ich würde sagen, dass von diesen beiden Leuten, die ja nun wirklich ein Charisma haben wie kaum jemand anderes, Sid Vicious etwas im Vorteil ist, weil er ist der dominantere von beiden. Und ich glaube, das mag der gute Dangerous Danny Spivey gar nicht gerne, dass er im Schatten dieses anderen steht. Body Backslam von Danny Spivey anklatscht. Jetzt kommt Sid Vicious rein. Chris Proctor wird jetzt ordentlich durch die Mangel gezogen. Und mit einem doppelten Ellbogen von beiden Skyscrapers zusammen. Das muss ein gewaltiger Schlag gewesen sein. Und Chris Proctor muss kräftig einstecken. Glauben Sie, da können Sie sich genauso gut ein Klavier auf den Brustkorb fallen lassen. Sid Vicious übrigens auch eine Zeit lang in Memphis gekämpft. Bei der CWA dort. Und war auch früher ein Maskenkämpfer. Ach ja. Also bei der Fratze kann ich es irgendwie verstehen, dass man das Publikum gerne schonen würde. Chris Proctor jetzt aufs Kreuz geflogen. Gott sei Dank hat er jetzt angeklatscht. Der Größere von beiden kommt rein. Und dieser Mann ist genauso groß wie Sid Vicious. Vielleicht wird er eine Chance haben. Postkarte an die Wirbelsäule, kann ich da nur sagen. Ja. Bei dem guten Dirk, bei dem guten Herrn Benedict. 2 Postkarten. Oh je. Gewaltiger Bandschranke. Jetzt kommt Danny Spivey rein. Beide jetzt zu zweit. Also mir kommen die beiden Männer vor wie 2 Verdursten in der Wüste. Und es kommt kein Wasser, es kommt Feuer. In Gestalt von 2 Männern von den Skyscrapers. Mark Benedict, amerikanische Krawatte von Danny Spivey auf Mark Benedict. Benedict kommt jetzt nicht mehr auf die Beine.
Sie haben überhaupt keine Kontrolle über diesen Kampf. Sie haben bisher keinen einzigen Schlag anbringen, keine Aktion. Sie sind reine Spielbälle in den willfährigen Händen dieser beiden Männer. Naja, ich meine, einen Schlag hat Mark Benedict angebracht am Anfang, aber... Moment, Road Warriors, die Road Warriors sollten das jetzt mal ansehen. Also stellen Sie sich mal Horst vor Horst, das wären die Road Warriors jetzt. Das würde etwas anders aussehen. Ja, würde schon, aber ich weiß nicht, wenn Danny Spivey so mit einem Rückenbrecher oder so mit einer amerikanischen Krawatte gegen Animal ankommen würde, oder mit sowas zum Beispiel, ob er sowas überleben würde? Oh Gott! Das heißt, jemand mit dem Arsch ins Gesicht springen, Williams. Ja, da sehen Sie das. Da haben wir es gesehen, ja. Die Sprache wird jetzt völlig versinnbildlich vor meinen Augen. Ja. Da lernen Sie doch einiges von den deutschen Idiomen noch dazu. Body Slam. Oh, naja. Leg Drop von Sid Vicious. Und das sind nun mal 147 Kilo auf die Nase von Mark Benedict. Moment! Er hätte eigentlich den Mann auszählen lassen sollen. Sid Vicious aber hat ihn an den Haaren hochgezogen, ja, dass er nicht ausgezählt wird. Sonst wäre ja der Spaß vorbei für die Skyscrapers. Williams, diese Skyscrapers sind nicht hier in den Ring gekommen, um zu kämpfen. Sie wollen posen. Und zum Posen brauchen sie halt ihre Muskeln und ein paar Punchingbälle, die sie durch den Ring schubsen können. Ja, ich glaube, sie wollen auch ein paar andere kaputt machen. Also ich glaube, dass Sid Vicious hier, der heißt nicht umsonst Vicious, also böse. Sie wollen nur eins. Sie wollen den zukünftigen ernstzunehmenden Teams, gegen die sie ankämpfen wollen, nämlich die Road Warriors, zeigen, wie gnadenlos sie mit einem Gegner umgehen, der einen Fehler macht. Ja, einen Mark Benedict Fehler. Und Crispy, ja, einen einzigen Fehler, und zwar mit diesen beiden Männern in den Ring zu steigen. Oh, hart zugetreten hier von Danny Spivey. Danny Spivey auch nicht der netteste Junge der Welt. Oh nein, jetzt mit einem Double Buck Neckbreaker, Body Slam. Oh Gott, eins, zwei. Gott sei Dank ist jetzt aus. Mark Benedict. Was heißt muss, Gott sei Dank? Ja, schade. Er muss keine schade. Qualen mehr ausstehen. Sehen Sie sowas gerne, dass so jemand gequält wird? Sie wissen die Antwort, Williams. Sie wissen sie bei Gott. Das sind zwei gewaltige, furchtbare Monster. Jetzt sehen wir in der Zeitlupe nochmal diesen Back Body Slam mit Genickbrecher. Er lacht dabei. Er hat eine unglaubliche Anstrengung und dieser Mann lacht. Er hat Freude wie ein kleines Kind zu Weihnachten, dass er ein neues Feuerwehrauto geschenkt bekommen hat. Die Skyscrapers, sie sind eine Bedrohung. Also Horst, es war die absolute Vernichtung. Also die beiden Jungs, Chris Proctor und Mark Benedict, hatten überhaupt keine Chance. Das stand von vornherein schon klar. Mhm. Ich fürchte, da müssen viele Kämpfe in der National Wrestling Alliance sich in Acht nehmen vor diesen beiden Burschen. Ich glaube, ich würde da niemanden ausnehmen, Williams. Ich würde da niemanden ausnehmen, weil die beiden sind momentan in dieser Kombination mit Abstand das übelste Team, die zerstörerischste Macht, die ich in der NBA je gesehen habe. Und da gibt es einige Jungs, von denen Sie wissen, wo ich Hochachtung habe. Die Road Warriors sind nicht die schlechtesten. Das Mount SWAT Team, keine Kinder von Traurigkeit. Aber die Skyscrapers, mein Gott, sind die mies. Die sind wirklich mies, ja. Ganz nach ihrem Geschmack. Oh ja. Naja, die sind auf jeden Fall... Dorothy Long, herzlichen Glückwunsch zu diesem Glücksgriff. Sie sind auf jeden Fall beziehungsweise in derselben Klasse oder vom selben Kaliber wie die Road Warriors. Und ich glaube, in Zukunft werden wir auch Kämpfe sehen zwischen den Road Warriors, Steiners. Es dürfte sehr, sehr interessant werden. Jetzt im nächsten Kampf haben wir New Zealand Militia. Das sind die beiden Burschen, Jaco Victory und Rip Morgan, ganz genau. Gegen Z-Man, Tommy Zenk und Flying Brian. Das dürfte etwas für die Frauen sein. Was? Tja, ich kann Ihnen da nicht recht folgen. Das ist natürlich ein Kampf, wo es um Zerstörung geht, wo die New Zealand Militia Maßstäbe setzen will, wo sie zeigen will, dass die Miliz in Neuseeland etwas vom Ultimativsten ist. Da kommt kein anderer Staat mit. Naja, das werden wir sehen, ob wir das alles das sehen. Das werden Flying Brian und Tom Zeman Zenk sehen. Naja, warten wir bis auf den Kampf. From Auckland, New Zealand. Da sind die beiden. Links Rip Morgan und rechts Jaco Victory. Sehen aus, als hätten sie eine 12-Tage-Trekking-Tour durch den Grand Canyon hinter sich. Ja, das kann gut sein. Also sie sind jetzt in den USA, sowas wäre bestimmt möglich. Und jetzt sehen wir Flying Brian im Vordergrund und jetzt links im Bild Tommy Zenk, the Z-Man. Sehr unästhetische, widerliche Burschen, aber sie können was. Ich glaube, Sie brauchen eine Brille, Horst Brack. Nein.
wirklich nicht. Zwei sehr talentierte Burschen. Z-Man Tommy Zink, früher der Partner von Rick Martell. Ja, und Z-Man Tommy Zink, jetzt haben wir hier ein Statement jetzt von den beiden, von Dynamic Dudes. Freebirds, wir werden euch den Kampf liefern ihres Lebens. Und wenn wir fertig sind, dann seid ihr aus der Liga raus. Stan Lane von Midnight Express. Wir wollten keine Probleme bei euch verursachen. Ja, und er sagt, wenn Stan Lane mit ihm ein Problem hat, dann sollten sie außerhalb des Ringes dieses Problem besprechen. Und nicht außerhalb? Im Ring. Innerhalb? Nee, er hat eben gemeint, nicht innerhalb des Ringes auskämpfen, sondern außerhalb des Ringes wie zwei Gentlemen besprechen. Und ich finde es auch richtig so. Also ich nehme an, ich weiß nicht, wieso das jetzt hierher gehört, diese Einspielung. Ich habe keine Ahnung, was sich die amerikanischen Kollegen dabei gedacht haben. Aber, ich kann nur sagen, es hat ja damit gar nichts zu tun. Die Dynamic Dudes sprechen hier die Geschichte an mit Jim Cornette und ihrer Fehde mit Midnight Express. Ja, der war halt nur ein bisschen Zeit und sie mussten ja etwas ein bisschen loswerden. Und da war einfach vor dem Kampf ein bisschen Zeit da und da haben sie einfach so kurz mal... Williams, ich möchte nicht, dass sie irgendjemand verteidigen, sondern sie sollen erzählen, was mit Jim Cornette und den Dynamic Dudes passiert. Ja, Jim Cornette ist an für sich der Berater von den Dynamic Dudes, immer noch Manager von Midnight Express. Er managt die Dudes nicht und Stan Lane hat anscheinend etwas gegen seine Beraterfunktion, weil er jetzt weniger Zeit für die Midnight Express hat. Jetzt sehen wir Tommy Z-Man. Zink, Tommy Zink und Flying Brian nach dem Anklatsch steigt ein gegen Jacko Victory. Ich bin gespannt, wie die New Zealand Militia sich gegen diese beiden Solisten, möchte ich mal sagen. Oh Gott. Das sind zwar beide Solisten, Flying Brian eher ein Solist als Tommy Z-Man Zink. Er kämpft gerne mit Teams zusammen und sucht eigentlich einen festen Partner jetzt. Vielleicht hat er jetzt einen in Flying Brian gefunden. Jetzt sehen wir Rip Morgan gegen Flying Brian anklatsch. Tommy Zink steigt ein gegen Rip Morgan. Oh, vom zweiten Seil. Rip Morgan freut sich nicht besonders jetzt auf diesen Schlag. Mhm. Das ist ein sehr ungleiches Team. Also auf der einen Seite die absoluten Kampfästheten Flying Brian und Tom Zink. Und auch sehr, sehr geschickt, muss man dazu Techniker. Sagen. Und ihnen gegenüber stehen die Straßenschläger, die Menschen, die Leute, die im Busch überleben können. Eine Miliz halt. Die sich von Kröten ernähren und den Nektar umgestürzter Kakteen trinken. Naja, auf jeden Fall sind sie zwei sehr harte Männer. Sie sind auch größer als Flying Brian und Tommy Z-Man Zink. Also hier haben sie einen gewissen Gewichtsvorteil. Ich weiß nicht, ob ihnen das so viel helfen wird. Also ich glaube, dass es schwer werden wird für die Militia. Naja, vielleicht, wenn sie nur ein bisschen mehr Gewicht im Kopf hätten. Na, das müssen also Sie gerade sagen. Wenn sich das Gewicht sie ein bisschen haben auch nach oben den Pulitzerpreis noch nicht gewonnen, Williams. Ja, ich bin aber auch nicht in der Lage, einen Pulitzerpreis zu gewinnen. Das ist wirklich wahr. Oh, Flying Brian hier mit einem Flying Doppeltritt von hinten und Body Slam. Oh. Elbow Drop von Flying Brian und Rip Morgan ist fertig. Ja. Ich würde sagen, jetzt ist er gar. Sieht angeschlagen aus, aber man weiß ja, dass dieser Mann tückisch ist. In der neutralen Ecke jetzt, Tommy Z-Man mit dem Rücken zur Wand. Nein, er dreht's um. Es gibt keine Wände im Ring, Williams, falls Ihnen das noch nicht aufgefallen ist. Was ist hier passiert? Mit einer Kopfschere? Takedown. Sehr schön. Er weiß nicht, wo er ist. Nochmal. Und nochmal. Kopfschere. Oh! Super gemacht. Also. Was meinen Sie? Super brillant gemacht. Brillant gemacht. Also, hier hat Jacko Victory erkannt, dass der Ringrichter seine Nase wieder in Dinge gesteckt hat, die ihn nichts angehen, abgelenkt war. Und diese Gelegenheit wurde genutzt, um für die Stiftung Warentest Boomerang auszuprobieren. Jetzt versucht er das zu leugnen vor dem Schiedsrichter. Also er greift nicht nur ein illegal, sondern lügt danach. Ach, wie können Sie so etwas gutheißen? Ja, kommen Sie mit den 10 Geboten auch noch gleich. Ja, man sollte nicht töten, man sollte auch nicht stehlen. Die Frau des Nächsten sollte man nicht begehen. Ja, lassen Sie es gut sein. Okay. Tommy Zink zum Gedeck. Zweimal, zweieinhalb angezählt. Das war fast für Rip Morgan ein Sieg da. Oh, jetzt kloppt er auf Flying Brian ein. Abgelenkt, Schiedsrichter ist abgelenkt. Flying Brian hat auf diesen Anschlag reagiert. Sehr hübsch. Jacko Victory. Donnerwetter. So habe ich Tom Zink nicht oft gesehen. In solcher Bedrängnis. Gerade ja, das ist von einem. Richtig. Also, weil
Mann gegen Mann, Jocko Victory gegen Tom Zenk, ist eine klare Sache, da ist Jocko Victory überlegen. Aber das eingespielte Team der New Zealand Militia hat natürlich seine Vorteile dadurch, dass es instinktiv weiß, wann der andere angeschlagen ist, wann sie wechseln müssen. Und das zahlt sich hier natürlich aus. Ja, warum sehen wir eigentlich von New Zealand Militia nicht mehr militärische Taktiken? Wenn sie von der Miliz sind. Das würde mich interessieren. Also, das weil sie zu einer Sorte von Miliz gehören, die nicht mit unserer deutschen Polizei zu vergleichen ist. Naja, es ist eine Miliz, die aufgestellt worden ist, um Ordnung zu schaffen. Ungefähr wie wenn vier Farmer sich im australischen Busch zusammenschließen und vier Männer anheuern, die Polizeigewalt haben. Und naja, diese Männer werden irgendwo in Hafenstädten zusammengeklaut, schlafen ihren Rausch aus, bekommen Waffen in die Hände und sind dann plötzlich die Polizei. Oh Gott. Deswegen üben sie keine militärischen Taktiken, weil es sind keine Soldaten. Es sind Marodeure, es sind Plünderer. Oh, fast den Anklatsch geschafft jetzt. Tommy Zenk muss jetzt zu Flying Brian, muss anklatschen. Er ist ziemlich schwer angeschlagen im Ring. Es ist sehr gefährliche Momente jetzt. Er könnte besiegt werden, er ist sehr verletzbar. Yin-Yang-Wurf, wird er es schaffen? Rip Morgan fällt nach hinten um. Und eins, zweimal angezählt, Rip Morgan rettet sich aus der Schulterposition. Ich frage mich, ob die Stiefel, die New Zealand Militia tragen, sehr schwer sind, weil sie sehen doch recht wuchtig aus. Ja, das ist richtig, oder vielleicht sind sie auch mit etwas beladen. Stahl, was weiß ich. Das wäre sehr dumm, weil das würde ja den Kämpfer selber beeinträchtigen. Da hätten ja die New Zealand Militia mehr Probleme damit als ihre Gegner. Aber da müssten sie nur einmal zutreten, wie da zum Beispiel, wäre der Kampf schon vorbei. Das kann man so sehen oder so. Naja, aber sowas kann man auch nicht gut heißen. Oh, jetzt hier ist Snapmare. Tom Zenk ist, er hat ein kleines Problem. Er hat das Problem, dass er fertig ist und dass er in die Ringecke muss. Dort steht Flying Brian und der ist frisch. Einschläferer angesetzt jetzt von Jocko Victory. Wenn er hier Tommy Zenk einschläfert, ist der Kampf vorbei und New Zealand Militia hat den Gewinn. Ja, man muss aber einfach sagen, Tom Zenk ist auch keine Zuckerbrezel. Dieser Mann versteht es, zurückzuschlagen. Und ich glaube, dass er Reserven hat. Jetzt hier in die Seile, eine Projektion, einmal zugetreten. Beide Männer liegen jetzt auf der Matte. Tommy Zenk muss aufstehen, er muss zu seinem Partner. Beide wollen anklatschen. Nun sieht der Militia schafft es zuerst. Tommy Zenk schafft es nicht. Und wird aufgehalten von Ich glaube, Jacko es war ein Victory. Fehler, in die Seile zu springen von Tom Zenk und den Gegner zu treffen, weil er hätte ihn vielleicht ausweichen können und hätte in seine Ringecke zurückgekommen. Ganz genau, Horst, ich bin genau Ihrer Meinung. Jetzt hier Leg Drop, doppelter Leg Drop von Rip Morgan. Bein angehoben, nein, aber der Sieg kommt nicht, bleibt aus. Selbst der zäheste Mann hält auf Dauer einen solchen Beschuss nicht aus, aber die New Zealand Militia machen hier auch den Fehler, dass sie nicht konsequent weiter zermürben. Haltegriffe bringen nichts. Das ist richtig. New Zealand Militia, eigentlich ein Team mit sehr viel Potenzial. Ich meine, man braucht eigentlich nur die Arme da von Rip Morgan anzusehen. Die Stärke, die ihm, ihm im Körper sitzt und auch bei Jocko Victory. Sie sind auch skrupellos zum Teil. Also was eigentlich fehlt der New Zealand Militia noch, damit sie eine Champion-Mannschaft sind, damit sie eine Siegermannschaft sind? No, ich würde sagen ein dritter Mann. Wer zum Beispiel? Ein Manager. Ja, vielleicht auch, das habe ich mir auch gedacht, gutes Management, ein bisschen mehr Organisation in die Sache bringen. Ich glaube, jetzt ist es jetzt soweit. Jetzt hier, es ist soweit, Tommy Zenk wird jetzt seinen Partner erreichen können und anklatscht! Flying Brian kommt in den Ring, aber auf der anderen Seite ist Jocko Victory da. Flying er wird Brian, einfach weggefegt. Flying Brian mit frischen Kräften, er ist besser ausgeruht als Jocko Victory. Oh. Das sind 2,5 Meter Sturz auf den Rücken. Backdrop, Überwurf, Rückenüberwurf und jetzt mit harten Messerkanten. Jocko Victory sieht nicht gut aus für ihn. Haymaker, alle Neune von Flying Brian hat ihn zugedeckt. Eins, zwei. Moment. Völlige Verwirrung im Ring. Alle vier Männer hier im Ring. Ist es unübersichtlich für den Schiedsrichter? Das legale Paar links im Bild. Flying Brian und Jocko Victory. Moment, jetzt werden die beiden Zenk und Ausweichmanöver und Jocko Victory. Aber es hat nicht gereicht für das Team Zenk, Flying Brian. Moment, Flying Brian ist jetzt außerhalb des Ringes. Er ist rausgefallen aus dem Ring. Jetzt muss Z-Man Tommy Zenk gegen beiden bestehen. Oh. Aber er schafft es mit einer doppelten Bandschranke, Jocko Victory und Rip Morgan auf die Matte zu bringen. Und er hatte nicht besonders viel Zeit, sich in seiner Ringecke zu erholen. Nicht besonders viel. Es spricht für ihn, dass er jetzt noch in der Lage ist, so
konsequent durchzuschlagen. Jaco Victory in einem Einschläfer, Griff, Plan, Brian jetzt bereitet sich auf einem Sprung vor aus dem dritten Ringseil. Jaco Victory sieht es nicht, das ist das legale Paar. Er hat ihn zugedeckt, Bein angehoben, 1, 2, 3 Mal ausgezählt. Aus. Gewinn, Sieg für Fly and Brian und Jaco und ja. Kevin Seaman, Tommy Zink. Also Horst, von dem Ausgang bin ich überhaupt nicht überrascht, denn diese beiden Burschen, Tommy Zink und Flyin' Brian, sind an und für sich die Technik in Person. Die sind die pure Technik. Williams, natürlich können sie sich blenden lassen, aber was ist Technik? Technik ist etwas für Modelleisenbahnen. Aber es gehört nicht in den Ring, zwangsläufig. Im Ring zahlt sich aus, wer die mentale Stärke hat und wer die presslufthammerartige Wucht in seinen Fäusten und seinen Knien hat, um den Gegner platt und nieder und klein zu drücken. Aha. Und deswegen haben Tommy Zink und Flyin' Brian gesiegt. Williams, Sie müssen das im übertragenen Sinne sehen. Naja. Tommy Seaman Zink und Flyin' Brian haben sich etwas zunutze gemacht, was bisher kein anderer Kämpfer hatte. Sie waren nicht einzuschätzen. Von Zink wusste man, dass er ein Teammann ist, dass er sehr große Erfolge hatte. Von Flyin' Brian wusste man relativ wenig. Sie als Team, jeder musste damit rechnen, dass sie blutig eingehen gegen diese New Zealand Militia. Naja, ich will nicht weiter spekulieren. Im nächsten Kampf haben wir Wild Bill Irwin und Sting. Und was meinen Sie, Horst, wer gewinnt? Nun, das ist keine Frage für mich. Aber ich möchte mit meinem überragenden Fachwissen, wo ich nun dem normalen sterblichen Publikum etwas voraus bin, möchte ich natürlich Ihnen die Spannung nicht verderben und Ihnen praktisch die Butter vom Brot nehmen. Gucken Sie sich den Kampf selber an. Sie werden nachher sehen, was meine Gedanken waren vorher und werden sagen, mein Gott, hatte der Bestrafer wieder recht. Dann sehen wir den Kampf an. Da ist der Wild Bill Irwin aus Pecos, Texas. Mit seiner Peitsche dabei. Gefährliche Waffe, sollte eigentlich nicht in den Ring gebracht werden. Und jetzt hören wir die Begleitmusik von seinem Gegner heute Abend. Wild Bill Irwin ist der Herausforderer. Und da ist der Sting aus Venice Beach, Kalifornien. Ja, wieso lachen Sie? Das ist doch ein Spitzenkämpfer. Naja, also mit dem Fischkasten im Gesicht kann ich ihn nicht ganz so ernst nehmen. Naja, dieser Mann ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. Er ist übrigens Nummer 4 auf der Weltrangliste zu dieser Zeit. Vor ihm liegen nur Ric Flair, Lex Luger und Flyin' Brian Pillman kurzfristig. Mhm. Wild Bill Irwin allerdings nicht in der Weltrangliste, also Sting hier an für sich der Favorit. Ja, das ist wohl in jedem Fall klar, aber ich meine, Wild Bill Irwin ist halt eine Gestalt, von der ich nicht genau weiß, ob sie uns noch sehr, sehr lange halten bleiben wird. Naja, Wild Bill Irwin treibt diesen Sport seit vielen, vielen Jahren und ist eigentlich bisher ein guter Broterwerb für ihn gewesen. Was hat er da so gerufen, Sting? Williams. Da sie sind jetzt, doch so gut. Er hat jetzt gerufen, jetzt gerade. Komm, wo ist die Peitsche? Oh, jetzt Überwurf. Jetzt schreit er, ja, was ist los, Ding? Steh doch auf, kämpf mit mir. Nun, Wild Bill Irwin sollte auf keinen Fall unterschätzt werden. Er treibt diesen Sport an für sich einfach als Broterwerb und zum Spaß. Sting ist amüsiert. Weil er gerne Leute verprügelt, ja, aber Sting ist amüsiert. Also zumindest kann man sagen, diese beiden Männer haben viel Spaß, sich zu hauen. Ja, das kann man mindestens an diesem Punkt sagen. Und ich glaube, das Publikum hat auch viel Spaß. Ja, das kann auch gut sein. Also ich auf jeden Fall sehe gerne einfach den Sport, die Sportlichkeit. Ja, schöner Überwurf von Sting zum Beispiel, dieser Hüftenüberwurf. Naja, ein bisschen unsauber die Aktion von Bill Irwin. Ich meine damit nicht die Fairness, sondern es ist unsauber ausgeführt gewesen. Ganz genau. Das hätte genauer treffen müssen, dann hätte Sting vielleicht das Nasenbein zermalmt. Ja, Reverse-Schwitzkasten und jetzt hier Kopfscherer von Sting, umgekehrt. Also so ein solcher Kämpfer wie Wild Bill Irwin kann für einen Kämpfer wie Sting sehr gefährlich sein, weil er gerne andere verletzt. Ja, aber Sting, oh, schreit jetzt will ich, dass du mir sagst, Bill, was ist los, ja? Hast du was? Sind sie jedenfalls sehr gesprächig. Oh, ja, interessant. Oh, nochmal das gleiche Kopfüberwurf. Mehrere Aktionen und Konter. Und Kopfschere. Genau, Bill Irwin befreit sich. Und noch ein Kopfüberwurf, Schwitzkasten und nochmal. Also irgendwie glaube ich ja, dass
das, was dumme Menschen von klugen unterscheidet, ist, dass kluge Menschen einen Fehler nicht zweimal machen hintereinander. Aber ja, dass jetzt Bill Irwin zum dritten Mal genau dieselbe... Dann müssen Sie eigentlich als ihn eigentlich als Genie preisen, Horst. Wen? Ihn, Bill Irwin. Also ich verstehe Ihre Logik nicht. Ja, da hat er vielleicht dann doch Ähnlichkeiten mit Kevin Sullivan. Aha. Nein, ich kann Ihnen wirklich nicht folgen. Ja, der Schiedsrichter wird auch mit Sting, das ist auch hier ein Problem bei einem solchen Kampf, das Sting, weil er der Überlegene ist und hoch in der Weltrangliste steht, dass der Schiedsrichter vielleicht mit Bill Irwin mehr Geduld hat, beziehungsweise ihm weniger auf ihn aufpasst, weniger auf ihn achtet und auf seine Frechheiten, auf seine Regelbrüche auch, als auf die von Sting. Aber das ist doch Unsinn, William. Sting ist bekannt als der liebste, bravste und netteste Junge in der NWA. Das ist der einzige Kämpfer, der bereits zu Lebzeiten selig gesprochen werden soll. Also, es tut mir leid, aber kein Ringrichter guckt im Entferntesten darauf, dass Sting etwa eine Unregelmäßigkeit begehen könnte. Dieser Mann ist einfach gut. Naja, aber der duldet vielleicht die Unregelmäßigkeiten dann von Wild Bill Irwin, weil Wild Bill Irwin hier nicht in der Weltrangliste ist und nicht der Favorit ist. Also, ich muss ja sagen, also obwohl ich ihn als den lieben, netten Jungen von nebenan nicht so hochschätze, aber zuschlagen kann er, Sting. Das ist richtig. Wie wir hier jetzt hier sehen, und Bill Irwin lernt jetzt die Ringecke ganz intim kennen. Also unter diesem Kopfkissen da, wo er seinen Kopf jetzt sein Haupt hinlegt. Ich weiß, es ist ein hartkantiger Stahlbolzen. Ganz genau, Sie wissen es genau, Horst. Okay, Wild Bill Irwin, jetzt solltest du dir was einfallen lassen. Ja, ich glaube, er träumt jetzt gerade. Nicht von Ihnen, William, sicher nicht. Nein, von mir nicht, Gott das sei Dank. Das ist kein Albtraum. Oh, jetzt stürzt er sich auf den Schiedsrichter. Er ist jetzt ein bisschen benebelt, hat gedacht vielleicht, dass es Sting war. Dong. Oh, ich setze jetzt so einen Vorschlag aber an, Sting. Oh je. Es nimmt ihn mit. Aber Wild Bill Irwin, das wissen wir aus vergangenen Kämpfen, weiß natürlich einzustecken. Er kann viel, viel abkriegen, ohne wirklich zu Boden zu gehen. Oh, Wild Bill Irwin jetzt hier. Sieht sehr spielerisch aus. Bekommt eine Ohrfeige jetzt hier von Sting. Oh! Aber das halte ich für gar nicht gut, was Sting hier abzieht. Er lässt das zu einer Modenschau verkommen. Er spielt sich hier auf, macht es zu seiner kleinen Special-Nummer. Und das ist die Chance für Wild Bill Irwin. Sich zu erholen, oder was? Ja, zu kontern. Oh, Bandschrage von Wild Bill Irwin. Man hätte sich das nicht gedacht, Sting in der Schulterposition. Fast ausgezählt. Nun, das hätte gefährlich sein können, denn wenn er hier gegen Wild Bill Irwin verliert, Horst, dann rutscht er aus der Weltrangliste heraus. Dann gibt es keine Titelkämpfe mehr. Naja, und der Mann ist nun mal nicht mehr TV-Weltmeister. Nein, das ist zweifelsohne richtig beobachtet. Ich sage ja, Sting hat keinen Grund, hier allzu arrogant aufzuspielen. Also, er hat zwar vorhin ein Gewitter losgelassen, was Wild Bill Irwin beinahe durch die Ringseile geschmettert hat, aber lang angehalten hat es nicht. Ja, und jetzt sehen wir hier, wer hier dominiert im Moment, und ist das Wild Bill Irwin. Sting liegt ganz schön angeschlagen auf der Matte. Und er macht's richtig, er zermürbt ihn, setzt harte, pressende Griffe an, er... Allerdings illegal, diese Griff an den Hals, beziehungsweise diese Fuß an den Hals. Aber wirksam. Tommy Young schreitet nicht ein, keine Disqualifikation, nur etwas böses Gebrummel, paar böse Worte, Schimpfe. Nein, das reicht nicht. Ja, bestimmt nicht. Also ich könnte mir nicht vorstellen, zum Beispiel mitten in einer Schlägerei, dass irgendjemand rankommt und jemanden ausschimpft und dass das damit die Schlägerei beendet. Das haben Sie korrekt beobachtet, Williams. Und genau da sollte Tommy Young wesentlich härter durchgreifen. Also Sie meinen, er hätte jetzt Bill Irwin disqualifizieren sollen. Oh, Beinschrank auf den Sting! Er hat jetzt anscheinend seine zweite Luft. Nein, ich will damit nur sagen, dass es in keinem Fall irgendwie... Oh, je. Oh, Doppeltritt von Sting. Es gibt keinen Grund, Wild Bill Irwin irgendetwas Schlechtes nachzusagen, weil er eine Regel, eine Taktik angewendet hat, die nicht erlaubt ist. Projektion. Weil das ist Tommy Youngs Schuld. Rückenüberwurf, ja, das kann sein. Jetzt hier zugedeckt, aber er hat das Bein nicht eingehackt. Und Bill Irwin befreit sich. Der Kampf geht jetzt langsam fast schon 6, 7, 8, 9 Minuten. Oh, an den Hals jetzt, dieses Schlag von Bill Irwin. Es sieht aus, als wird er noch seine illegalen Strategien einsetzen, um hier zu gewinnen. An Gewinn sollte jetzt hier, wirkt ihn an den Seil. Sting ist einfach zu pomadig.
Ich glaube, dass er jetzt noch glaubt, dass er den Sieg in der Tasche hat. Oh, 1-2, jetzt hier Bein eingehakt, das könnte es. Nein, es ist Licht aus. Also die Bemalung, die Farben von Stings Gesichtsbemalung sind jedenfalls nicht kussecht. Nein, das ist richtig. Und die sind auf jeden Fall in seinen Augen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz schön brennt. Ja, das hoffe ich, weil das hätte dann wirklich verdient. Weil es wäre so dämlich, sich eine Gesichtsbemalung ins Gesicht zu tun, was nachher in den Augen brennt. Verdient. Dem gehört es ja nicht anders. Verdient? Was meinen Sie, er hätte das verdient? Also ich finde an und für sich, dass solche Kommentare überflüssig sind. Ja, ich finde eine solche Erscheinung, ein Kämpfer, der vielleicht mit einer Bemalung... Ich finde manche Kommentatoren überflüssig. Ja, ich auch, übrigens. Übrigens, wissen Sie, wer zum Kommentator mit dem geringsten Wortschatz gewählt worden ist? Keine Ahnung. Mike Krüger. Aber ich war in dieser Wahl wieder nicht vorhanden, weil sonst hätten Sie mich vor Günther Jauch positioniert. Oh, weil nein. Der nein, Wortschatz des Bestrafers ist sagen und Moment, nun, das kann ich nicht gut heißen. Also sowas, das habe ich jetzt zum dritten Mal in der Sendung gesagt, übrigens, apropos Wortstadt. Aber nee, also mit Günther Jauch legen Sie sich nicht an. Sie haben das schon mal gemacht mit René Lassatès, zweimal bereits. Sie haben das auch gemacht mit anderen Catchern, aber ich werde es nicht haben, dass Sie sich hier mit einem hochklassigen, qualifizierten deutschen Moderator anlegen. Reden Sie noch weiter, Williams. Das Publikum weiß, was Sache ist und es stellt einfach die Ohren auf Durchzug, wenn Sie reden. Bill Irwin haut jetzt hier zu mit seiner Hand. Glauben Sie eigentlich, dass er eine Eisenplatte in den Handschuhen hat? Nein, ich glaube aber, dass Sie eine im Gehirn haben. Ja, sehr witzig, Horst. Also ich stelle eine Sachfrage und Sie geben mir eine blöde Antwort. Hammerhead Williams. Übrigens, heute Abend ist Brax Pranger. Ottfried Fischer, glaube ich, wartet schon auf Sie, Horst. Es wäre vielleicht gut, wenn Sie sich auf die Socken machen würden. Ja, Sie können es gar nicht abwarten, bis ich den Raum verlasse, damit Sie alleine Ihren Senf absondern können. Ganz genau. Halten Sie es aus, liebe Zuschauer. Gleich bin ich zurück mit Brax Pranger. Ja, Brax Pranger heute Abend mit Ottfried Fischer. Horst Brack macht sich auf den Weg. Sting ist jetzt hier schwer angeschlagen. Wild Bill Irwin hat noch die Oberhand. Das könnte sehr, sehr gefährlich werden. Und jetzt wird er an den Seilen gewürgt. Moment, eine Projektion. Von der anderen Seite von Wild Bill Irwin aus den Seilen. Er kommt, mit einem harten Knie, mitten auf den Rücken von Sting. Jetzt hat er den Haar gezogen, allerdings illegal. Da kann der Schiedsrichter schwer durchgreifen. Nochmal gegen die Seile geschoben. Das dreht hier die Luft ab und er springt von hinten. Und daneben, er hat den Kameramann getroffen. Der Kameramann geht zum Boden. Im Hintergrund werden wir es wohl sehen, liebe Zuschauer. Der ist der Kameraassistent, versucht jetzt den Kameramann von der Matte aufzuheben oder aufzuwischen. Doch, er ist in Ordnung. Kamera ist auch in Ordnung. Sting hat jetzt die Oberhand. Wild Bill Irwin hat er jetzt in die Saale geschleudert und Irwin liegt jetzt auf der Matte. Sting hält ihn jetzt auf an den Haaren. Allerdings jetzt hier Body Slam setzt an und auf das Kreuz von Wild Bill Irwin. Jetzt in die Ecke. Eine Projektion in die andere. Gegen die Stahlbolzen und mit einem Stinger Splash. Bill Irwin. Die Luft völlig aus den Lungen gepresst. Er kriegt keine Luft mehr, umgedreht. Er kann sich nicht mehr bewegen und er setzt an. Sting setzt jetzt. Er setzt jetzt Skorpion in Beinverschluss an. Skorpion in Beinhebel und es ist vorbei. Die Schmerzen im Kreuzen sind zu viel. Unser Sieger, Sting. Vielleicht wird er eines Tages Weltmeister. Meine Damen und Herren, guten Abend zu dieser späten Stunde. Ich denke, es wird sich gelohnt haben, dass Sie einschalten. Willkommen zu Brax Pranger. Dies ist eine neue Sendeform, eine ultimative Sendeform, wie ich finde. Und heute habe ich als Gast bei mir im Studio den Kabarettisten Ottfried Fischer aus Hallo. München. Schönen guten Abend. Ja, Herr Fischer, was halten Sie vom Catchen? Ich finde es gut, wenn Sie zwei Leute die Köpfe einschlagen und ich nur zuschauen muss. So, wenn es Ihnen gefällt, ist okay. Ich schaue es mir ganz gerne ab und zu mal an, aber blöd ist es auch. Sie hauen sich selber auch schon hin und wieder mal? Nee. Sie kommen ja eigentlich vom Bauernhof. Würden Sie das als Entschuldigung anführen? Ja, wir haben als Kind viel geschlagen. Ich habe schon so manche Kuh aufs Kreuz gelegt. Ich brauche das im Erwachsenensein nicht mehr. Mhm. Sind Ihre kabarettistischen Texte auch so peinlich? Sie sind besser als Ihre. Na gut, also Sie sind in unserer Fernsehlandschaft sozusagen der teutonische Sancho Panza. Also bei Ihnen kann man sich sogar, wenn man Sie sieht, einfach den Esel dazu denken. Ja, und Sie sind mehr die Windmühle, oder wie soll ich das jetzt sehen? Hören Sie, Herr Fischer, ich kann Ihnen nur eins sagen. Sie sollten sich in dieser Sendung nicht mit mir anlegen. So schwierig Sie mit Ihnen anlegen, so schlagfertig sind Sie auch nicht.
Wissen Sie was? Wissen Sie was? Ich muss jetzt mal Tacheles reden. Jetzt will ich mal einfach meine Karten wegschmeißen. Und jetzt sage ich Ihnen, was ich denke. Sie sind die Figur, die sich ständig im deutschen Fernsehen rumtummelt. In jeder Scheißsendung taucht dieser Ottfried Fischer auf. Wollen Sie den Karl Eduard von Schnitzler Gedächtnispreis gewinnen? Sie sind jede Woche zwei, drei Tage auf Sendung. Ich höre Sie im Radio, ich sehe Sie im Fernsehen. Überall drängeln Sie sich hin. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man so vielen anderen Menschen das Essen weg isst? Ja, solange ich so ein gelbes Kopftuch aufsetzen muss, geht das eigentlich. Wissen Sie was? Herr Fischer. Setzen wir uns wieder hin, oder? Herr Fischer, Alter. Sie haben Gastrecht in der Sendung, deshalb wird Ihnen natürlich soweit nichts passieren. Herr Fischer, Sie haben ja ein Programm in München. Ich habe es gesehen. Ja. Ich habe auch gelacht, als es zu Ende war, erleichtert. Und wie fühlt man sich so, wenn man auf der Bühne steht und 90 Minuten lang ausgelacht wird? 90 Minuten lang ausgelacht werden? Da braucht man eine gewisse Ader dazu und die habe ich und ich brauche das. Das würde Ihnen auch nicht schaden, weil Ihnen bleibt auch nichts anderes übrig, als sich auslachen zu lassen. Ja, ich denke, dass diese Worte für sich sprechen. Meine Damen und Herren, ich kann Sie nur auffordern, ein solches Fernsehunterhaltungsobjekt, das einfach auf eine dicke Knautschzone spekuliert, nicht ernst zu nehmen. Da muss ich widersprechen. Warum? Weil es nicht stört, so genau so richtig ernst, toll ernst zu nehmen ist, weil das ist noch was, wo man noch was zu sehen hat, wo noch Breite da ist, was Ihnen völlig abgeht. Ja. Also ich kann nur sagen, ich glaube, wenn wir jetzt auseinandergehen, ich könnte keine 2 Minuten mehr mit Ihnen reden. Ich bin froh, wenn Sie weg sind. Ich sehe Sie gerne gehen und ich hoffe, Sie schaffen ein Auto, was Sie davonbringt. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tja, liebe Zuschauer, das war vorerst die letzte Ausgabe von Brachts Pranger. Das bringen wir vielleicht noch in 5 oder 6 Wochen wieder, nachdem sich Horst Brach erholt hat. Anscheinend kommt er nicht. Der bleibt jetzt in seinem Pranger hängen. In der nächsten Sendung, liebe Zuschauer, haben wir einen Titelkampf. Es geht um den Welttitel im Schwergewicht. Ric Flair muss seinen Titel gegen Mike Rotunda verteidigen. Und der Ausgang wird, glaube ich, sehr interessant sein. Also Ric Flair hat sich zwischenzeitlich ein bisschen auf den Lorbeeren ausgeruht. Und es kann sein, dass er seinen Gegner ein bisschen unterschätzt. Und bei Mike Rotunda geschieht das ziemlich leicht. Also haben wir vielleicht nächste Woche einen neuen Weltmeister. Tja, ich bin sehr gespannt. Und Horst Brach, der kommt einfach nicht. Naja, ich muss mich alleine verabschieden dann. Bis nächste Woche, liebe Zuschauer. Tschüss.